Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Star Wars The Old Republic hier auf Twitch bei den Zwischenwelten. Yeah! Ladies and Gentlemen, heute ist ein komischer Tag. Auf Arbeit nur Stress. Dann zickt auch noch mein OBS rum. Ich sage euch, das ist ein ganz besonderer Tag. Doch eins ist klar, wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Und wir werden dem Frosch zeigen, wo er die Locken hat. Nee, Moment. Heißt das so? Wir zeigen dem Frosch, wo er die Locken hat? Nein, wir zeigen dem Tag, wo der Frosch die Locken hat. So rum ist es, ne? Genau, schreibt es mir in die Kommentare in der Zeit. Hallo und herzlich willkommen. Wir legen jetzt los. Ich atme nochmal kurz durch. Ich werde dann die Musik stoppen, das Spiel starten. Das machen wir genau jetzt. Bam und bam und los geht's. Sobald ich hier auf den Bildschirm geschaltet habe. Bam. Oh, TeamSpeak. Und gleich kommt auch das Spiel. Seid bereit. Da ist es schon. Genau, wenn ich heute noch verplanter bin als sonst, dann liegt es daran, dass ich einen wirklich, wirklich langen Tag hatte. Ich habe eben ein Brot gegessen. Das war das Erste, was ich heute zu mir genommen habe. Puh. Schon hart. Ich hab's schon richtig schwer. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir wieder am Start sind. Ich trinke nochmal einen Schluck. Dazu bin ich nämlich auch nicht gekommen heute. Epische Musik setzt sein. Wenn mein Kater mich hier gerade noch bekuschelt. Der hatte heute nämlich auch noch nicht viel von mir. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn heute um 20.30 Uhr gibt es wieder die Interverna mit dem Nexorianus. Und ich weiß nicht, warum ich das R so rolle. Interverna, die wundervollste Mittelalter-Sendung an jedem Donnerstag der Woche. Oder an allen Donnerstagen jeder Woche, wie auch immer. Auf jeden Fall, seid dabei, schaltet ein. zwradio.de. Wir begeben uns jetzt nach Illum. Wo wir... wo wir unsere Vorherrschaft des Imperiums weiter ausbauen werden. So wollte ich das formulieren. Der Ladebalken lädt. Sehr schön. Wir sind immer noch Darth Baklajan Evangelion. Wir haben zwei neue E-Mails. Dann rufen wir die doch mal ab. Was gibt's Neues? Ashara schreibt uns. Ah, die drückt ihre Liebe auch immer nur durch materielle Sachen aus. Ey. Ich meine, materielle Sachen sind schon toll, aber trotzdem. Naja. So ist das halt. Ich hätte jetzt gern vor allen Dingen einen Aufzug. Und der ist natürlich gerade am anderen Ende der Galaxis.
Was müssen wir denn machen? Zerstöre ELX 25. Okay, das schaffen wir. Es gibt ja auf Illum irgendwie gar nicht so viele Missionen, habe ich das Gefühl. Oh, Moment. Achso, wöchentlich Heldenmission. Nein. Einfach nur nein. So, okay, gut. Was ist denn hier los? Aha. Moment. Das müssen wir uns gerade noch anschauen. Das interessiert mich, ob das noch interessante Missionen sind. Und das ist eine Ebene höher. Ach komm, egal. Das schauen wir uns dann an, wenn wir wieder in die Kantine porten. Wir müssen jetzt einmal hier rum. Und dann geht das los. War? Leute, 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 ich bin ein bisschen müde. Bitte verzeiht es mir. Ich gebe mein Bestes, mich im Zaum zu halten. Wir steigen jetzt auf den Gleiter, hoffen, dass wir vor Müdigkeit nicht runterkippen und werden uns zu unserem Questort begeben. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Ist dann wahrscheinlich da, auch wenn es nicht eingezeichnet ist. Bestätigt. Warum ist es nicht eingezeichnet? Ja. Man kann ja nicht alles haben. Eine Noire! Schön, dass du da bist! Mensch, wie geht es dir? Abgesehen von, dass es dir nicht gut geht. Und danke für deine wundervollen, einzigartigen, doppelten Schmetterlinge. Ganz okay kaufe ich. Das ist in Ordnung. Judy, genau. Dann ab zu unserem Quest-Aufenthaltsort. Dafür sollte man aber erstmal Richtung Straße fliegen, genau. Und dann geht's los. Jetzt geht's los. Ist zum Glück auch gar nicht so weit weg. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Stream auch schaffen, die... Hä? Die Marke. Oh nein, das ist schon wieder so ein Questort, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Was wollte ich denn jetzt sagen? Die 65.000 Marke zu knacken. Mein Gott, ich bin schon völlig im Eimer, ey. Das Level 64 zu knacken, so rum. Wie komme ich auf 65.000? Kein Mensch weiß es. Kein Mensch weiß es. Leute, ich bin so durch heute. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, nur Stress gehabt und nichts gegessen bis jetzt. Eben schnell nochmal ein Brot inhaliert und dann ab auf den Stream für euch. Ihr seid jetzt quasi meine Erholungsphase. Das funktioniert auch mit so einem wundervollen Publikum. Es ist nicht geschleimt, ihr seid das wirklich. Essen und Trinken ist wichtig. Ja, ich habe Met auch schon hier. Nachher ist er wieder in Taverna. Aber erstmal wollen wir noch ein paar republikanische Menschen töten. Das ist fast so gut wie Alkohol. Berauscht ähnlich. Mit S. Ja, theoretisch ja. Mit so 21,30. Wieso? Hä? Wie kommst du auf 21,30? Du siehst mich irritiert. Okay, wir müssen geradeaus. Wow. Okay, müssen wir wahrscheinlich den Typ hier töten. Dann machen wir das nochmal. Aua, hör auf mich anzuzünden. Mir ist warm genug, danke.
wollte gucken, wie wach du bist. Ja, danke sehr. Ich hoffe, ich habe den Test bestanden. Und ich genüge deinen Ansprüchen. Gut, da möchte noch jemand Klopp haben. Kann er haben. Ja, sagt sie und schenkt mir noch einen Schmetterling. Ladies and Gentlemen, jetzt ist mein Tag komplett. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Gib mir eine Sekunde. Gut. Ja, dann... Was mache ich denn jetzt hier? Ah. War ja bisher sehr, sehr einfach. Oh nein, ein Alarm. Boom. Hey Kay, schön, dass du eingeschaltet hast. Geht's dir gut? Ja, war auch sehr einfach. Also, es war wirklich einfach. Also wirklich, 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 wirklich einfach. Noch lebendig. Okay, planst du noch dein Ableben oder wie darf ich das verstehen? Das stimmt mich etwas bedenklich. Ich brauche euch doch. Nein, geh weg. Geh weg. Hör auf. Der Gleiter ist... Oh, der Gleiter ist nicht abbezahlt. So, tschüss. Kann ich, ne, 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 ne. Oh, das sieht auch cool aus. So, jetzt müssen wir uns aber drehen. Ah! Ja, der Weg mit dem Gleiter ist mir übrigens zu lang. Wir werden einfach porten. Ja, da dachte ich, springe ich doch einfach mal rein. Ah, wunderschön. Ich wusste, dass das gefährlich sein würde, aber... Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ich hatte gedacht, ich bin... Ah, das wollte ich nicht verkaufen. Naja, gut. Egal. Ich hatte gedacht, ich bin klüger als das. War ich aber nicht. Hallo, kannst du mal die Kiste da öffnen, bitte? Ihr merkt, ich bin heute echt nicht auf Höhe. Bitte verzeiht es mir. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ja, bei mir ist so... alles okay, abgesehen davon, dass ich sterbe. Nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte einen langen Arbeitstag. Und ich habe keine geistige Kapazität für nichts mehr. Die beste Voraussetzung, um noch eine Stunde zu streamen. Da dachte ich mir, mach's da einfach. Junge, Junge, Junge. Aber schön, dass ihr da seid. Wenigstens ein Lichtblick hier. Oh, ich glaube, morgen wird nicht besser, ey. Wird Zeit, dass Wochenende ist. Jetzt habe ich auch noch raus. Heute wird mal wieder so richtiger Fail-Stream. Ja. Daran seht ihr allerdings auch, dass hier nichts geschnitten ist. Es gibt keinen Regisseur, der hinter mir steht, sondern es ist alles live, nackt und unzensiert. So. Jo. Ab in die Butze und dann reden wir mal mit dem Großmoff. Die Mission, die er mir aufgetragen hat, war ja schon übelst lächerlich. Also da möchte ich mich direkt mal beschweren. Das machen wir jetzt auch. Das war unter meine Würde. Ich meine, ich bin ein Mitglied im Rat der Sith, ja. Hier werde ich für Suhivi arbeiten.
rausgeschickt, um da so 5 Leutchens umzulegen und dann eine Kanone explodieren zu lassen. Das, also hier, ne, gibt erstmal so eine Verbalschelle. Wie hat die Republik von unseren Plänen erfahren? Ein weiterer Grund, weshalb das Imperium sich für zukünftige Zeiten neu überdenken muss. Sobald wir unsere Tarnflotte haben, müssen wir nicht mehr umdenken. Der Obermotz. Wir brauchen sowohl überlegene Technologie als auch mehr Einheiten, um die Republik zu besiegen. Die Basis der Republik ist in eine Klippe gebaut. Die Hauptflotte wird die offene Seite bombardieren. Wir müssen die republikanischen Kristallvorräte sichern, Admiral Shai ausschalten und die Startrampentore öffnen, damit die imperialen Truppen eindringen können. Ihr werdet durch diesen Tunnel reingehen und tief im Berg zuschlagen, wo die Flotte nicht hinkommt. Und während ihr zusammen mit der Hauptflotte der Republik richtig einheizt, bereite ich die Kristallflotte für den Transport vor. Ein doppelter Angriff. Seid ihr dabei? Sind wir dabei. Ich bin nach Ilum gekommen, um den Krieg zu gewinnen. Ich höre doch jetzt nicht einfach auf. Wenn ihr dann bereit seid, Darth Malgus. Der Rat der Sith hat mich eurem Kommando unterstellt. Dann soll der Angriff beginnen. Viel Glück. Bin ich quasi sein Boss? Wenn er nicht zum Rat der Sith gehört, bin ich ja quasi geiler als er. Mann, Lichtschwert oder Lichtschwert? Lichtschwert. Aber da ist, glaube ich, kein Kristall drin, also ist es völlig langweilig. Und auch nicht besser als unseres. Heieiei, okay, gut, dann rücken wir wieder aus. Und widmen uns der nächsten Mission. Momentan gibt es hier mehr so immer Einzelmissionen, das ist ganz eigenartig. Gut, wo müssen wir hin? Da unten hin. Da gibt es, glaube ich, auch keine Flieger in die Nähe. Wir können aber die Abkürzung nehmen. Dann müssen wir ein bisschen gleitern. Hoppe, hoppe, Gleiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in das Lichtschwert, ist sein Leben nichts wert. Fällt er in den Schnee, ist alles okay. Wunderschön. Ich bin so am Ende. Es tut mir leid. Oh, hi. Gut, links oder rechts? Ich glaube so. Dann immer dem Straßenverlauf folgen. Joing. Joing. Genau, dann einmal hier abbiegen. Dann nochmal checken und dann müssen wir, glaube ich, so. Guck mal, ein Heizpilz. Ah, schön warm. Gut, die werden wir mal weiträumig um. Hi. Moment. Ach, verdammt, wir müssen kämpfen, Leute. Es nützt ja nichts. Übrigens haben wir jetzt die ganze Zeit wieder Günther dabei. Wenn ihr euch einen anderen Gefährten wünscht, dann sagt mir gerne Bescheid. Momentan haben wir ja die freie Wahl. Und so lange bleibe ich einfach bei Günther. Putz. Du hast keine Chance, mein Freund, also nutze sie. Nette Stiefelchen. Leider nicht so geil, dass wir sie anziehen würden. Und da ist auch schon unser Ziel.
Interessant, und da müssen wir 3 Kristalle sichern. Sehr schön. Gucken wir uns nochmal die Lage an. Okay, das sieht auch sehr einfach aus. Jetzt kommt gleich wieder einer um die Ecke und sagt so, was ist, du sagst immer sehr einfach. Ja, ist es ja auch. Werdet ihr jetzt sehen, ich werde das so professionell meistern. Da gehen euch die Augen über. Wieso läuft der denn so alleine hier rum? Ist der irgendwie... Hat er den Schuss nicht gehört? Oh, Bonusquest. Bonusquest, Bonusquest. Bonus, Bonus, Bonusquest. Freue ich mich. Ey, wer hat denn hier schon getötet? Oh nein, hier war schon jemand vor uns. Oh, warum ist das keine Instanz? Oh. Hallo? Oh, das ist ja ätzend. Deswegen sollte jede Quest eine Instanz sein. Weil jetzt eventuell die 20 nicht zusammenkriegen. Und das, wo wir so kurz vor Level 64 stehen. Das ist skandalös. Das kann ich nicht gutheißen. So, ja, wir haben es natürlich jetzt relativ leicht. Hier sind aber noch Leute zum Töten. Sehr schön. Ein richtiger Auflauf hier. Auflauf. Lecker. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich glaube, ich werde mir gleich noch ein geiles Salätchen gönnen. Richtig deftigen Salat. Ihr merkt schon den Widerspruch, ne? Aber ich habe noch so leckeren Salat da und ich denke, ich werde ihn verschnabulieren. Das war nämlich eigentlich mein Mittagessen. Und der muss heute noch weg. Sonst hat das keinen Zweck. So ein Dreck. Bis dahin töten wir Menschen. Oh, und die zählen gar nicht. Oh. Immer noch 3 von 20. Was soll das denn? Ja, dann... ist das halt so. Hallo? Ah. Wow, wow, wow. Zählt ihr? Nee, ihr zählt auch nicht. Komische Quest. Komische, komische Quest. Na gut. Vielleicht können wir auf dem Rückweg noch die anderen erledigen. Vielleicht aber auch nicht. Gut. Ist das alles? Ja. Achso. Man muss die nur sichern. Okay. Das ist ja nicht so schwer. Lass mich rein. Habt ihr gesehen, wie zielsicher ich den Bösen ausgeschaltet habe? Damit ich erstmal den Kleinen hier wegmachen kann. Ich bin so ein Taktikfuchs. Jedi-Meister Talos. Habe ich jetzt nicht so den Respekt vor. Schmetterling! Yay! Stufe 64! Das war die Kraft des Schmetterlings. Die hat mich jetzt das Level up erhalten lassen. Sehr schön. Okay, eine Kammer gibt es noch, aber eigentlich würde ich gerne noch die Quest zu Ende machen. Gucken wir mal, ob die Leute hier respawned sind. Ja. Hm.
Du musst Stoffe puzzeln. Oha, was wird das denn für ein Projekt? Woran bastelst du denn da? Eine Hose mit Unterteilung. Also verschiedene Stoffe, je nach Abschnitt. Oder was ist eine Hose mit Unterteilung? So, die Hälfte haben wir ja. Fehlt dann wohl noch die andere Hälfte. Okay, cool. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Ist das deine Auftragsarbeit oder machst du das für dich? Ach, ihr scheiß anderen Spieler. Mann. Ihr seid so nervig, weil ich meine Quest so nicht fertig kriege. Mann. Okay, eigentlich sollte ich nicht auf die anderen Spieler sauer sein, sondern eher auf das Design dieses Spiels. In den allermeisten Fällen machen sie es ja richtig, aber es gibt so ein paar Quests wie diese hier, die kann ich quasi nicht abschließen, weil mir ständig andere Spieler die Beute wegschnappen. Ist halt einfach nur schlecht gemacht. Für deinen Kleinen, oh, weh, er freut sich nicht. Ah, 15 von 20. Teufel Atraus. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, 16 von 20. Und 17 von 20. Mal gucken, ob wir noch drei zusammenkratzen können irgendwo. Das wäre formidabel. Aber hier ist irgendwie alles tot. Oh, diese Quest. Gib mir den Rest. Und hier drin die Zellen nicht. Also muss hier vorne die drei noch zusammenkratzen. Hm. Ja, Leute, dann tut's mir leid. Dann müssen wir nochmal hier durch. Also jetzt drei Stück vorher aufzugeben, ist auch Blödsinn. Das werden wir nicht tun. Da sind noch Leute. So. Oh ja, das sind genau die drei, die ich brauche. Sehr schön. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und den da töten wir jetzt auch noch schnell weg. Zack. Guck mal, direkt die Bonusmission wieder weggesnackt. Das ist doch traumhaft. Leute, traumhaft. Und jetzt müssen wir hier nochmal kämpfen. Das liegt in der Natur der Sache. Ist aber okay, gibt auch Bonuspunkte. Dann schnetzen wir die noch weg und dann gehen wir mal die letzte Kammer machen. Und dann schauen wir mal, ob es das schon wieder gewesen war. Ich muss sagen, bisher ist der Schwierigkeitsgrad von dieser Mission nicht so hoch. Ich hätte gedacht, auf Illum kommt das Endgame und da wird es alles ein bisschen kniffliger. Aber irgendwie ist es mehr so Pillepalle bisher.
Wahrscheinlich sollte ich das aber nicht zu laut sagen. Vermutlich werde ich das bereuen. Ich glaube, danach porten wir zurück, weil das wird mir langsam zu anstrengend hier. Lalalalala. Ein schwerer Wachposten. Das ist irgendwie ein bisschen diskriminierend, oder? Nur weil der ein bisschen fetter ist. Den als schweren Wachposten zu bezeichnen, weiß ich ja jetzt auch nicht. Ob man das im Jahr 2020 noch machen kann, ja. Bisschen diskriminierend und Fettshaming ist das ja schon. So, elegant vorbeigesneakt. Da machen wir jetzt noch die letzte Kammer, die ist hier rechts. Dann müssen wir hier die beiden töten. Putz. Putz. Habt ihr das gesehen, wie ich dem einen einfach so das Lichtschwert ins Auge gepiekst habe? Schon ziemlich gemein. Einfach mitten ins Auge. Aber ihr wisst ja, wenn man sich mit mir anlegt, dann kann das ins Auge gehen. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Ich bin untröstlich. Gut, ja, zwei sind schon tot. Jetzt mal noch Captain Zaran hier. Lalalala. Finde Admiral Shai. Das bestimmt im Süden, ne? Jawohl. Okay, ja. Oh, ernsthaft. Das habe ich dir die ganze Zeit so gut umgehen können. Verdammt. Du Schande. Oh, hier kommen imperiale Soldaten reingestürmt. Interessant. Das ist ja voll invasiv hier. Och, Günther, jetzt schränke ich doch mal ein bisschen an hier. Das dauert mir viel zu lang. Oh. Ein imperialer Verladedruide, schön. Wie der uns einfach nicht hilft. Hallo. Hallo, kannst du mal bitte... Oh. Das ist doch richtig nett, ey. Oh, was ist das denn? Hm. Okay, gut. Dann müssen wir also einmal zurück in Richtung Süden. Oh, Mann. Leute, euch habe ich schon viermal besiegt. Wenn nicht sogar 12-mal. Geht mir doch einfach mal aus dem Weg. Wenn nicht, du müsst halt leider sterben. Dann ist es so. Wer nicht hören will, muss sterben, sagt schon der Volksmund. Ach, die Nächsten, die hier alles platt machen. Ausnahmsweise kommt uns das mal gelegen und das Loot. Und Loot finden wir gut. Hey, ab in den Süden. Dem Tunnel hinterher. Hey, jo, was geht? Ich bin wirklich durch heute. Oh, der nächste Spieler, der hier alles... Oder auch nicht. Gibt's hier nochmal Bonusse? Nein. Okay. Dann nicht. Dann nicht. So, da stirbt der. Dann sterben die.
Jo. Ja. Einfach weiter im Text. Guten Tag, ich würde Sie gerne töten. So, direkt mal mit dem Elektroschock empfangen. Ich werde mal gerade was trinken. Jo, sehr schön. La 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 la. Noch mehr tote Leichen. Doch das tut mir noch nicht reichen. Die müssen alle weichen. Ich setze hier ein Zeichen. Gut. So, Admiral Shai, wo bist du? Da bist du. Stehst hier so ganz verloren rum? Ich hoffe, ihr versteht, wie sinnlos das alles ist. Ihr beansprucht die Kristalle für das Imperium, sie bauen ihre Armada. Wir werden einen Weg finden, sie aufzuspüren, um sie zu zerstören. Und dann wird das Imperium etwas Größeres und Besseres bauen und so weiter und so fort, bis wir uns gegenseitig oder die Galaxis vernichten. Das Ende ist schon lange überfällig. Ich dachte mir schon, dass ihr das sagen würdet. Wie feige ist das denn? Hallo? Und jetzt? War da? Und wo noch? Günther kämpft da die ganze Zeit. Aber wo sind denn hier noch Schildgeneratoren? Da vorne ist noch einer. Das ist auch witzig, wie Günther die ganze Zeit da kämpft. Der ist aber gleich tot, ne? Das könnte kritisch werden. Das ist tatsächlich kritisch. Respawnt der eigentlich oder wie läuft das? Jetzt wartet doch mal. Ja, wer ist denn da? Ah. Oh, wow. Okay. Oh, oh, oh. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ich kann mich grundsätzlich ja hier wieder bleiben, aber ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Die dürfen mich auf jeden Fall nicht sehen. Ach so. Oh, wow. Ich habe aber doch eigentlich schon... Okay, ich sehe schon, ich muss kämpfen. Wie langweilig. Afargeban. Und ich sollte Günther nicht alleine lassen. Das ist nicht gut. Es waren noch vier, oder? Da, guck mal hier.
Und die nochmal weg. So. Hier ist noch einer. Töten wir den noch. Und drüben kommen auch noch welche. Der repariert jetzt aber nicht das scheiß Terminal, oder was? Jetzt mich veralbern? Oh, das ist ja anstrengend hier. So, jetzt aber gut hier. Lass den Günther in Ruhe. Du auch. Nein. 937! Mensch! Schön, dass du wieder da bist. Geht's dir gut? Ich hab dich schon vermisst. Ein 937 ist da. Yay. So, Günther, komm. Weiter geht's. Ich hoffe, die schicken nicht noch so einen lausigen Reparaturdruiden. Das ist ja frech. Schlechten Menschen geht's immer gut, ja. Das stimmt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Sieger Admiral Schei. So. Diesmal haben wir keinen Fehler gemacht. Diesmal geht's als Eingemachte. So, dann positionieren wir uns aber so. Oh, ich hasse es, gestunt zu werden. Hör auf damit. Das ist ekelhaft. Bist du. Hallo? Hä? Ah! Mann! Hört auf damit. Komm hier, nimm das und das und das. Der kann es sogar ein bisschen werden hier. Das ist ja Wahnsinn. Oh, der kann es sogar nicht schlecht werden. Günther, wie wär's mal mit ein bisschen Heilung? Jetzt ist der schon wieder weg. Das ist so anstrengend. Junge, Junge, Junge. Günther, kannst du mich mal heilen, bitte? Meine Güte. Da war jetzt so viel Zeit dafür. Nee. Was? Nein. Hä? Das hat keinen Sinn gemacht. Ich hatte nur ein Viertel Leben. Okay. Ich habe nicht verstanden, woran ich gerade gestorben bin. Ich habe doch noch Leben. Neben dem Gleiter? Du meinst das hier oder was? Ah, irgendwann muss ich Star Wars nochmal lernen. Ich sag es euch. Ja, verstehe ich. Okay. Okay, wir probieren das erstmal so ein bisschen improvisiert und wenn das nicht klappt, schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir eröffnen mal damit, ausnahmsweise. So.
Dann machen wir weiter hiermit, dann machen wir einfach so. So, jetzt hier aber volle Lutsche. Ja, läuft schon wieder richtig gut. Ich hasse es, wenn er so wegteleportiert, ey. Was soll das denn? So. Hallo, kann ich mal bitte... Weil er eigentlich... Oh, womit zieht er mir denn so viel... Also... Verstehe ich nicht. Und irgendwas zieht er mir unglaublich viel Energie ab. Oder Leben. Verstehe nicht womit. Au. Da, ich hatte wieder... Ich hatte noch mindestens 25% HP. Das ist doch Bullshit. Ja, das ist richtig, aber dafür muss ich an ihn rankommen. Sorry, aber das ist doch Blödsinn. Ich hatte noch mindestens ein Viertel meiner HP. Also. Weiß ich jetzt auch nicht. Das irritiert mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich nur entspannt eine Stunde spielen. Ich bin eigentlich nicht geistig in der Lage heute... noch Skills zu lernen groß. Also am Wochenende ja gerne, aber unter der Woche nach so einem Arbeitstag, der soll einfach fallen. Gibt's ja nicht. Das waren alles so Pille-Palle-Missionen und jetzt kommt einer, der irgendwie so 25% HP mit einem bösen Blick wegmachen kann. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Okay, gut, wir heilen uns wieder. In Teufel Atraus. Komm mal dich mal an den Kollegen ran, ey. So. Womit zieht er mir denn so viel HP ab? Das ist doch völliger Blödsinn. Das ist halt einfach nur Blödsinn. Günther, mach du das mal. Ich muss mich gerade mal heilen. Achso, jetzt sind meine... Wow, meine Medipacks sind auf Cooldown. Ja, ich kann ihn nicht besiegen. Das ist völlig unmöglich. Das sieht mir ja mit einem Schuss irgendwie ein Viertel der HP ab. Das ist doch Bullshit. Also, weiß nicht, keine Ahnung. Das ist unmöglich. Also, außer ich fange jetzt an, die ganzen Skills zu lernen. Aber das machen wir nicht. Nicht heute. Uff. Es tut mir leid, Leute. Das ist gerade kein besonders unterhaltsamer Anblick. Das ist mir bewusst. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber ich krieg den... Ich kann... Es gibt ja auch kein Counterplay. Es gibt kein Counterplay gegen Schaden. Ich trinke erst nochmal einen Schluck.
Hä? Ja, aber Leute. Ich bin bis Level 64 gekommen, ohne jemals die ganzen Dinger hier alle zu können. Das vorletzte unten. Ablenkung. Ich weiß aber... Okay. Was wir mal machen können, wir können überhaupt mal Buffs benutzen. Das wäre schon mal ein Anfang. Also einmal probier's noch, ansonsten mache ich Schicht für heute. Das ist irgendwie nicht so zielführend. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, okay, ja, ich müsste die Skills einfach jetzt mal endlich lernen, aber das kann ich, das schaffe ich heute nicht. Nicht nach so einem langen Tag. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich gebe es ja noch nicht auf. Ich mache jetzt mal das hier. Ah, okay. Cooldown 2 Minuten, Naja, wir stürzen uns mal ins Gemetzel, mal gucken. Afragiban. Achso. Jetzt ist er wieder nicht da. So ist ja nur alles fein. Wo ist der Penner? Ja, ach komm, scheiß doch der Hund drauf, ey. Das ist doch Blödsinn. Tschüss. Ja, Ipsa, das ist nett, aber ich, keine Ahnung, ich bis Level 64 musste ich mich nie mit dem ganzen Bums hier auseinandersetzen. Und heute ist nicht der Tag, wo ich das tun werde, ehrlich gesagt. Es war schon nah dran, also die Tipps von 937 haben schon ein bisschen geholfen. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, hier plötzlich der Super-Profi zu werden, innerhalb von 10 Minuten, nachdem ich schon 9 Stunden Arbeitstag hinter mir hatte. Das werden wir nicht tun. Wir werden was anderes tun. Wir hoffen, dass es morgen besser läuft. Das, ja, ist schade. Es tut mir leid. Ist heute nicht so die Premium-Folge gewesen. Nichtsdestotrotz, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bleibt gerne noch da, denn wir werden noch eine liebe Person raiden. Und um die Stimmung vielleicht wieder ein bisschen aufzuhellen, wir haben nachher noch eine tolle Radiosendung auf z4radio.de um 20.30 Uhr. Die Interana schaltet auf jeden Fall ein. Ich werde auch im Teamspeak da sein. Und dieses ganze Problem hier, das schauen wir uns morgen wieder an. Wenn ihr möchtet, seid gerne am Start, unterstützt mich ein bisschen. Ich bin sehr dankbar für eure Tipps. Nur wie gesagt, heute habe ich nach dem langen Tag einfach keinen Kopf dafür. Bitte seht es mir nach. Und, ja, wie gesagt, wir werden jetzt noch eine Person raiden. Gebt mir einen kleinen Moment. Ich gucke mal, wer denn da noch so bereit und willig ist. Yo, yo, yo. Ich bin ehrlich gesagt auch zu abgefuckt nach dem Arbeitstag. Ist nicht schlimm. Ich freue mich ja, dass ihr...
dass ihr am Start seid. Jetzt ärgert mich mein Browser auch noch. Jetzt hört's aber gleich auf hier. So, neuer Versuch, neues Glück. Ja, ich weiß, wohin wir gehen. Zu einem lieben Mitglied unserer Community. Und ich sag schon mal, einen wunderschönen Restabend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und morgen auf jeden Fall machen wir weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir uns besser anstellen. Bis dann. Alter Schwede. Hallo. Warum? Was? Hallo. Freut mich, dass ihr da seid. Oh mein Gott. Ich krieg natürlich keinen Assist. Ich krieg auch keinen. Doch, ich hab einen Assist, aber...